Ja, wir haben dieses Jahr den Adrenalin Cup neu. Seit 3. Jänner sind wir damit im Vollbetrieb. Der Adrenalin Cup ist ein vollautomatischer Bewerb mit 10 Disziplinen. Die 10 Disziplinen sind über den ganzen Berg verstreut. Das heißt, am Wickejoch, an der Mittelstation und am Gletscher sind verschiedene Einrichtungen. Beispielsweise ein Riesenslalom, ein Slalom, eine Buckelpiste, eine Freeride-Strecke. Die einzelnen Einrichtungen sind vollautomatisch eingerichtet. Das heißt, der Kunde startet mit seinem Skipass und wird dann automatisch gefilmt oder fotografiert. Es wird eine Zeit genommen und diese Ergebnisse werden dann im Internet angezeigt und können jederzeit vom Kunden downgeloadet werden oder angeschaut werden. Ja, wir möchten dem Kunden neben dem normalen Skilaufen oder neben dem normalen Snowboarden auch die Möglichkeit geben, Fun und Action zu erleben. Dazu hat man diese Einrichtungen geschaffen. Das sind Einrichtungen für jedermann. Das ist jetzt nichts nur für Profis, sondern auch für mittelmäßige Skifahrer, auch für Familien und Kinder gedacht, dass der Kunde einfach den ganzen Tag was zu tun hat am Berg und dass ihm nicht langweilig wird. Der Adrenalin Cup funktioniert folgendermaßen. Man lädt auf einen gültigen Skipass den sogenannten Adrenalinpass auf. Der kostet 5 Euro pro Tag. Mit diesem Adrenalinpass kann ich dann an den einzelnen Anlagen die Zutrittsanlage durchschreiten und dann werden meine Daten aufgenommen und meine Fotos gemacht und meine Videos gemacht. Mit diesem Skipass kann ich dann im Internet, wenn ich die Skipassnummer eingebe, kommen dann meine Ergebnisse und meine Videos von meinen Läufen. Der Vorteil für den Gast ist, dass er neben der Aktivität am Berg, also neben dem Befahren der verschiedenen Einrichtungen, Videos und Fotos von seinen Aktivitäten hat und zusätzlich noch im Ranking schöne Preise gewinnen kann. Das sind von 3 Tagesskipässen für das Skigebiet Sölden. Der Hauptpreis ist dann eine Saisonskarte auf Lebenszeit für das Skigebiet in Sölden. Sölden ist der erste Ort, der das eingeführt hat. Es ist ein zweiter Ort in der Schweiz, aber in Österreich sind wir der erste Ort, der das macht. Wie immer sind wir innovativ unterwegs. Wir möchten einfach den Kunden Neues bieten, den Kunden ein Erlebnis am Berg bieten, gemäß unserem Motto Sport und Unterhaltung. Das ist eine sportliche Aktivität, die aber auch Unterhaltungswert hat und das passt aber sehr gut zu unserer Positionierung Sport und Unterhaltung. Sölden TV. Hier bist du der Star.